Carsten, ja, ich habe jetzt eine mythische Scar und einen mythischen Grappler. Goldenes Jagdgewehr? Ja. Und der Grappler hat unendliche Munition. Trimax ist auch bei euch. Echt jetzt? Achso, wenn er mit Chef Strobel spielt, dann ist Trimax in der gleichen Lobby, ne? Oh Leute, wir müssen diese Runde gewinnen. Bam, Leute. Let's go, Season 2 ist da. Kaufe den Battle Pass direkt als erster. Psst, ich bin der geheime Battle Pass Outfit. Alright, alright. Warte, bevor ich das tue, schauen wir uns erstmal alles an. Wir kriegen kostenlose Stile, das läuft ja jetzt schon bugfrei. Das läuft auch jetzt schon bugfrei. Ich habe für den Hundeskin einen neuen Stil bekommen. Ist jetzt voll im komischen Winkel und dreht sich in 800 Grad. Aura hat einen kostenlosen Skin erhalten, die Winterjägerin. Zack, so. Winterpulli am Start, ne? Zwei kostenlose Stile, mal eben einfach so drauf. Und das ist unsere Lobby, Leute. Ist die neue Lobby cool oder was? Das ist die normale Lobby zum Spielen. Das ist die Lobby... Demnächst am Start. Ghost gegen Shadow, ne? Kann man auswählen. Oh mein Gott, das hat sich alles geändert. Wettkampf, Spind, Item Shop. Okay, erstmal ganz von vorne. Ganz von vorne. Erstmal ganz gechillt. Gucken wir uns den Shop an. Im Shop kann man den Battle Pass kaufen, soweit so gut. Ne, Leute, wie gesagt, wenn ihr jetzt noch keinen Creator Code eingetragen habt, jetzt eure beste Chance. Entweder Heystani oder Oleg oder Butterfly und Raschich Lea. Wen auch immer ihr supporten wollt. Haut den Creator-Code rein oder ne, und euren Lieblings-Creator rein, weil auch der Battle Pass hilft, auch dabei dem Ganzen, wenn ihr euch den gönnt, ne? So, gehen wir mal den gesamten Battle Pass mal durch. Ne, was haben wir? Wir haben einen Bonus-Skin. Anpassbarkeit. Besuche Meyers Upgrade-Tresor, schließe Herausforderung ab und entscheide dich endgültig für einen einzigartigen Stil. Aus über 3,8 Millionen Kombinationen. Das ist eine Menge Kombination, ne? Peely ist der Level 1-Skin. Okay, soweit so gut. Ich kaufe mir den schon mal. Zack, Kauf bestätigen. Miau. Sieht schon mal mega nice aus, ne? Sieht schon mal mega nice aus, ne? Was mit dem Oro-Skin? Wird wahrscheinlich in den Shop kommen. So, das ist ne, der Skin. Und Agent Charlie nochmal mit Anzug als neuer Skin. Epischer Outfit. Den kriegen wir direkt rein. So, aber ich möchte nochmal ein bisschen mehr angucken. Was haben wir noch? Level 2 haben wir... Ruf mich an. Okay, soweit so gut. Level 4 haben wir Fallgleiter. Level 5 kriegen wir kostenlose V-Bucks. Auch wenn ihr keinen Battle Pass habt, ne? Hier gibt es einen Backbling mit Bananen drin, voll ausgestattet. Hier ist ein Musikpaket, was ich nicht höre, super. Auf Level 10 gibt es eine neue doppelhändige Spitzhacke mit Hammer und Dingsbums. Mit Hammer und Säge. Hier kriegen wir nochmal V-Bucks auf Level 12, Rucksack auf Level 14. Ist auch nicht schlecht. Auf Level 16 haben wir einen Gleiter, wo ein bisschen Geldscheine runterfallen. Erinnert mich tatsächlich an den Räubergleiter, ne? Aber ist auch ganz nice, denke ich mal. Nochmal V-Bucks. Auf Level 20 kriegen wir den Handlanger-Skin. Rückenbewaffnung. Zieh die Spitzhacke vom Brutus direkt auf seinen Rückenaccessoire, um ein wahres Nahkampfgewitter loszulassen. Ach, du kannst deine Spitzhacke auf seinen Rücken ausrüsten. Das ist sein besonderes Feature. Wie war der Creator-Code? Hey, Stunny. Steht auch ganz unten, wie man das schreibt, ne? Kann man seine Spitzhacke hier auswählen und der große Skin wird diese Spitzhacke auf seinem Rücken dann haben. Oh, das ist die Karriere. Das sind die Achievements. Haben die nochmal geändert. Aber alle Achievements noch da, ne? Auch von Star Wars am Start. Epischer Waffen-Jump-Style. Und Midas als Level 100-Skin dann nochmal dazu. Goldenes Handy. Verwandelt Waffen und Fahrzeuge in Gold für die Dauer des Matches. Ah, sobald eine Waffe oder ein Fahrzeug berührt, verwandeln die sich komplett zu Gold. Mega nice Idee, ne? Das ist die Shadow-Variante, das ist die Ghost-Variante. Ja, Shadow hat schon echt coole Varianten, ne? Also 100 Level sind am Start im Battle Pass. Soweit, so gut. Plus noch den Deadpool-Skin, mehr oder weniger, ne? Den haben die uns schon mehr geteasert. Hier kann man auf den Lüftungsschacht klicken. Und dann landet man bei Deadpools. Brief an Epic. Liebes Fortnite, ich habe mir ein cooles neues Design für den Schlachtenbus ausgedacht. Ich habe letzte Season meinen guten Schwertarm darauf verwettet, dass du das hier ins Spiel packst. Bitte sag deinen Illustratoren, dass sie es vorziehen, arm dran zu sein. Und dass sie das bitte sofort hinzufügen sollen. So ungefähr sehen wahrscheinlich alle E-Mails aus, die an den Epic-Support gehen, ne? Und dann beschweren sich die Leute, warum keine Antworten kommen. Aber mega cool, dass die jetzt auch Deadpool reingebracht haben, ne? Der Computer kann man auch einloggen. Passwort ist das Passwort, das ist super. Ah, und dann finden wir die Challenge, ne? Finde Deadpools Brief an Epic Games, habe ich. Danke dem Busfahrer nicht. Also genau das Gegenteil. Wie cool ist das denn, ey? Das ist mega nice gemacht alles, ne? Okay, ich muss dem Busfahrer nicht danken. Okay, das schaffe ich. Das vergesse ich sowieso immer. Das vergesse ich sowieso. Und den Brief haben wir auch gefunden. Soweit, so gut. Upgrade Resort. Hier können wir Mia upgraden. Das ist ja dieser mega
nice Skin jetzt, den man dann kauft in den Season 2 Battle Pass und besuche Upgrades und sowas. Schließe jede Woche mehr als Herausforderungen ab, unterschiedliche Teile ihres Outfits. Ne, desto mehr Herausforderungen wir abschließen, desto mehr Teile schalten wir frei. Und desto mehr können wir dann easy individualisieren, ne, was die Frisur angeht. Was die Frisur angeht, was die Arme angeht, das ist doch mega cool. Das ist so mega cool. Leider nur dieser Skin. Man kann sogar einen Schall freischalten, ne? Man kann sogar einen Schall freischalten, indem man alle neuen Herausforderungen freischaltet. Hosenfarben kann man freischalten, ne? Gesichtsbemalung kann man freischalten. Also hier kannst du dir deinen individuellen Skin zusammenpacken. Muss nichts heißen. So, was haben wir da? Agenten? Was ist da los? Was ist da los? In 14 Tagen kommt der nächste Agent. Yo, what? Die haben für jeden Charakter jetzt noch einen Trailer erzählt? Wähle eine Fraktion für Brutus, kauf dir den Season 2 Battle Pass, schließe die Spezialmission von Ghost oder Shadow ab, um ein Bonus-Deal für Brutus freizuschalten. Wähle mit Bedacht, deine Auswahl ist endgültig. Ne Leute, für den Stil, den ihr euch entscheidet, der bleibt für immer. Aber das gilt pro Skin. Ne, und das finde ich gut, das gilt wirklich pro Skin, nicht für jeden Skin. Hier kann man den angucken. Ja, ich würde sagen, bei Brutus ist die weiße Variante besser, ne? Also Brutus gefällt mir die weiße Variante besser, muss ich sagen. Der Helm gefällt mir deutlich mehr. Ich glaube, Brutus nehme ich Ghost, aber der Rest fast Shadow. Ich will beides. Ja, ist nicht Pokémon Rot oder Blau, Leute. Das, die Wahl bleibt für immer. Ihr werdet nie wieder den anderen Stil. Ihr könnt euch jetzt schon mal auf Clickbait-Videos freuen, die euch sagen, wie ihr den anderen Stil auch noch freischaltet, ne? Dass ihr zwei Stile... Zum Glück pro Skin. Ja, zum Glück pro Skin, ne? Pro Skin ist viel die bessere Wahl. Was würdet ihr sagen? Brutus, Shadow oder Ghost? Wir probieren mal den Brutus auszuwählen, ne? Kaufe den Battle Pass, habe ich. Erreiche Battle Pass Level 20, schließe 18 Brutus-Server-Besprechungen ab. Na toll. Kann ich noch gar nicht auswählen. Ich muss erst Level 20 freischalten, ne? Ja, ich muss erst Level 20 erreichen. Soweit, so gut. So, das ist zu den Agenten. Die anderen Agenten und deren Trailer schalten sich in 2 Wochen, 3 Wochen und Midas in 56 Tagen frei. In 56 Tagen frei. Tägliche Herausforderung. Füge deinen Gegner Schaden mit Zielfernraffen hinzu. Okay, da kann ich. Das ist quasi der Quest-Tab, ne? Das haben die jetzt alles hier in diese Basis hier reingebracht. Mega sick. Und dann wird es noch hier so anscheinend ein Event geben zwischen Ghost und Shadow, Leute. Wird wohl demnächst noch kommen, ne? Das hat der arme Busfahrer getan. Und hier ist der Herausforderungstisch. Was können wir denn hier machen? Yo! Misty Meadows, lande bei Lokis Leuchtturm, Apres-Ski und Mountain. Munitionskisten, verkleide dich in einer Telefonzelle in verschiedenen Matches. What? Das kann man alles gleichzeitig machen? Warte, was ist das? Dass Sicherheitsscanner verschlossen sind. Beweg dich 10 Sekunden lang maximal 20 Meter von einem Gegner. Lokis Leuchtturm, Apres-Ski. Okay, man sieht, wo die Locations sind, ne? Im Prinzip brauchst du jetzt kein Video mehr. Du musst einfach nur gucken, wo die Location ist. Und dann weißt du, wo du runterfallen musst, ne? Hier ist Mount Cage, hier ist Abrischi-Hütte und da oben ist Leuchtturm. Okay. Das heißt auf Englisch The Rick, The Shark und The Grotto. Ja, das haben die auf Englisch gelassen. Also die ganzen neuen Locations haben ein W davor, ne? Also die, die das. Haben die auch nicht ins Deutsche übersetzt. Die Yacht, die Grotte, The Rick und The Shark. Okay. Ich würde mal sagen, wir checken. Irgendwas hat sich an der Sensitivität geändert. Irgendwas hat sich an der Sensitivität geändert, Leute. Das fühlt sich anders an. Und dann kommen wir hier rein in dieses unterirdische Versteck, Leute. Ist das insane? Also wenn du hier in der Zone eingesperrt bist, dann RIP. Hier ist nochmal so ein... Alter, sieht das abgefahren aus. Es müssen noch Hubschrauber reinkommen. Es gibt viel zu viele Hubschrauber-Landeplätze, Leute. Ich wette mit euch, irgendein Update wird noch Hubschrauber reinbringen. Wette ich mit euch. Es gibt viel zu viele Helikopter-Landeplätze. Es ist viel zu viele Anzeichen dafür. Haben die jetzt nur noch nicht gemacht, wird wahrscheinlich demnächst noch irgendwie reinkommen. 100 pro. Trailer sieht man gar Helikopter. Ja, die sieht man dort auch. Eben. Man sieht ja auch im Helikopter noch einen Trailer. Es gibt hier überall Helikopter-Landeplätze. In jeder neuen Location tatsächlich, ne? In der Mitte ist The Agency. Ja, Haus wurde fertig gebaut. Mit einer abgespaceden Science-Fiction-Lüftungsschacht. Abgespacede Science-Fiction-Station. Was ist hier los? Wer hat sich denn hier breit gemacht, ey? Hier haben wir ein bisschen Essen. Ja, ein bisschen Essen. Ah, die Bösen. Team Shadow oder Alter, ne? Homer Simpson ist auch wieder dabei, Leute. Nochmal so eine kleine Map-Änderung hier.
Aber das ist ja das Bösenlager. Im Vergleich zum Ego ganz schön schmächtig, ne? Ego hat hier eine mega fette Agentur und die haben hier so eine kleine Basis, hier so wie so ein Hobbykeller. Auch eine andere Skin. Der Boombogen. Ja, das ist die Tentina? Das ist die Tentina, ja. Hä? So, jetzt ist sie down. So viel Leben hatte die jetzt aber nicht. Wir sind in der gleichen. Oh, da ist ein Geschütz. Wir sind in der gleichen Runde drin wie Chef Strobel. Kurs geht raus, Chef Strobel. Da ist die Keycard. Ist der Strobel hier, oder? Ja, der Chef Strobel ist in der gleichen Lobby. Hast du die Keycard bekommen? Ja, hab ich. Ist es ein Item, oder? Ja, ist ein Item. Hier, willst du auch mal anfassen? Zeig mal. Die zeig mir. Kannst du mir den Bogen geben, lachen? Bohrinsel. Das ist Tainted Tinas Bogen. Oh, okay, nice. Okay, nice. Und die Keycard zeigt das. Und die Keycard zeigt das an wie ein Schatztresor, ne? Da unten ist der Tresor. Lass runtergehen. Okay, okay. Mhm. Oh, ich werd gescannt. Oh, das ist geschützt. Ja, wir müssen uns, glaube ich, nochmal verkleiden, oder? Da vorne ist auf jeden Fall eine Telefonzelle. Perfekt, und dann gehen wir zum Safe rein und schauen uns mal das Ganze an. Trimax ist auch bei euch. Echt jetzt? Achso, wenn ihr mit Chef Strobel spielt, dann ist Trimax in der gleichen Lobby, ne? Oh, Leute, wir müssen diese Runde gewinnen. Ich will den kleppen, ey. Ich will den kleppen. Hier. Ja, da haben wir, ne? Okay, hier ist Tresor. Ja, also, und jetzt habe ich die Keycard und kann damit den Tresor öffnen. Alarm, Alarm, Alarm. Sesenraum, öffne dich. Oh, das dauert ja ewig! Let's go! Oha, okay, hier sind ganz viele Chests, hier ist noch eine Toilette, Loot. Okay, das ist also lootmäßig. Und die Toilette teleportiert uns, ne? Damit können wir. Das ist Mobility, die Toilette. Ich weiß nicht, wo wir landen. Okay, einer nach dem anderen ins Klo, Leute! Einmal ins Klo, Leute! Wir landen hier beim Revive-Bus. Ja. Okay, cool. Schmeckt. Ja, was hast du. Gab's da irgendwas jetzt krasses? Was hast du da als krasses Item bekommen? Eine Ska haben wir bekommen, ne? Den Boombogen, oder? Also die TNT-Tina hat ein besseres mitgedroppt. Den Bogen hast du von der Tina bekommen, oder? Ja. Den Bogen haben wir von der Tina bekommen. Ach, jetzt stellt es wieder Zweier-Ticks wieder her. Mann, für den PS4-Cup habe ich das gebraucht. Ja, ich sehe Hami gerade. Ja, Hami, ja, auch Hami. Ja, ist tot. Werde tot. Ja, Chef Strobel tot, Hami tot. Mit Midas Trommelgewehr. Uiuiui. Uiuiui. Das ist wahrscheinlich Trimax, Anonymous 375. Ja, wo sind die? Das ist er. Chef Strobel, Trimax ist down. Okay, die werden durch die noch größere Schwitzer gerade ausradiert. Das ist nicht gut. Also wenn die Schwitzer noch von größeren Schwitzer ausradiert werden, dann ist das echt nicht gut. Handlanger öffnen, indem du dich selber scannst. Und wenn du dich selber scannst, zack, kriegst du halt Zutritt und dann halt den entsprechenden Loot. Also, also diese Mechanik mit den ganzen NPCs finde ich sowieso schon nice. Bringt wieder so ein bisschen Änderung. Ja, hier gibt's überall solche Scanner, aber die sind mega useless. Weil du kannst genauso gut die Wand nebenan kaputt machen und dann kommst du genauso rein. Du kannst sogar die gleiche Wand kaputt machen. Ja. Wo der Scanner drauf ist, ganz gut. Das ist halt das Nice, dass sie diese Orte außen an der Map angebracht haben. Weil so hast du auch einen Grund, außen an der Map zu landen, damit du mit besseren Loot reingehst. Aber gibt es für diesen Safe nur hier oder gibt es den an jedem Ort? Nee, den gibt es auch bei Yacht, den gibt es auch bei Oil Rig und den gibt es auch bei der Grotte. Also Mitte könnte das neue Tilted werden, wenn da wirklich so ein Tresor ist. Ich habe die Skies Sturmgewehr bekommen. Carsten, ja, ich habe jetzt eine mythische Ska und einen mythischen Grappler. Hey, wie kommt das? Es gibt auch goldenes Jagdgewehr im Public. Goldenes Jagdgewehr? Was? Ja. Und der Grappler hat unendliche Munition. Ja, wenn du den mythischen findest nur. Ja. Was? Munition. Ja, aber Leute. Zudem habe ich gestern noch gesagt, ich habe richtig Bock wieder auf Grappler, aber nur wenn dann Ding jetzt mit raus. Ja, passt halt, ne, so vom Thema. Und was hast du dafür gemacht? Ich habe einen Gegner einfach gekillt und dann habe ich der hatte einen bestimmten Skin oder was? Nee, der hatte Bananen, der hat einen Pili, aber wahrscheinlich hat er die vorher schon eingesammelt irgendwie. Ein Köder? Ja, ein Köder. Das ist dein eigener Skin, das ist ein Decoy. Zeig mal, warte mal. Das ist ein Decoy, der dann quasi als du spawnst und dann alle Gegner ablenken soll. Okay, kommst du mit? Kannst du irgendwo hinwerfen oder was? Das sind quasi die Botgranaten aus dem Kampflabor. Ah, okay, und du wirfst ihn irgendwo hin, die steht da, das ist ein Decoy. Ja. Und einige Leute sagen, man kann Sachen werfen. Ah ja, ich kann Bendis werfen, hier. Lol. Wie Bendis? Hier, man kann Bendis werfen. Hä, wie nice. Hab ich zu viel. Rechte Maustacke? Hier niemand. Oh Mann, ich bin auf Controller. Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, wenn du zoomst, also so. Zoom, dann müsste doch Zoom sein. Rechte Maustaste. Ja, genau. Wenn du zoomst, dann kannst du die werfen. Ah, jo. Das ist hier der unendliche Werf, unendliche Grappler. Und das ist die Scar, Leute. Das ist nice. Die Scar hat eine 37er Schaden, 6-fache Schussrate. Aber das ist doch voll OP mit diesem Grappler. Du kannst da komplett auf. Die schießt übertrieben schnell. Gibst du mir Mini? Wirfst du mir Mini zu? Ich hab schon weg. Ich hab. Da. Danke. Man kann jetzt Fang spielen, ne?
eine Menge neue Sachen, Leute. Ihr habt es ja gerade schon ein bisschen im Gameplay gesehen, ne? Wirkt auf einmal, auf den ersten Blick vielleicht etwas verwirrend, ist aber ziemlich simpel. Also an den neuen Location gibt es jetzt nie computergesteuerte Gegner, ne? NPCs. So ähnlich wie die Stormtrooper, die wir schon beim Star Wars Event tatsächlich hatten. Die laufen da rum, die können einen sehen und wenn man die killt, dann lassen die auch Waffen fallen und man kann die tatsächlich verhören. Man kann die hochstemmen und die verhören, dann lassen die noch so einen Wallhackler für eine kurze Zeit laufen. Und bei jeder dieser Location gibt es dann noch einen Boss-NPC. Das ist sowas wie Tetina, Brutus, ne, die ganzen unterschiedlichen Battle Pass Skins, die laufen dort rum und die haben mythische Waffen dabei, ne. Tetina hat zum Beispiel den Boombogen dabei, Brutus hat eine Minigun und wenn du die killst, kannst du dabei auch noch den Tresor öffnen und halt mit dieser mythischen Waffe da rausgehen. Das ist so eigentlich das grobe Ding, was jetzt diese ganze Spionage-Geheimagenten-Geschichte angeht. Bringt eine Menge Abwechslung, ne, am Rand der Map und ist auch mega cool, gerade wenn man keinen Bock hat, gegen andere Gangrenner zu spielen, kann man sich da mit den NPCs beschäftigen. Ist ungefähr so wie Zombies, nur besser verteilt und besser gemacht. Vor allen Dingen, die sind hier nur an einem Ort der Map und tauchen nicht immer wieder auf und so weiter, ne? Und das sind jetzt, was ich hier seht, sind tatsächlich die Patchnotes in einem Top-Secret, sag ich mal, Formular, ne? Das, was ich schon gerade mehr oder weniger vorgelesen habe, ne? Das ist mit der Infiltration mit Ghost und Shadow, ne? Dass sie jetzt unterschiedliche Verstecke haben, das sind die vier unterschiedlichen Maps. Tarnung ist die neue Gameplay-Mechanik, wo man in eine Telefonzelle reingehen kann und sich dabei als Handlanger verkleiden kann. Und dann greifen einen die NPCs, also die Computergegner, auch nicht mehr an, ne? Dann kann man dort frei rumlaufen, bis man dann halt sich natürlich entdecken lässt oder anschießen lässt und so weiter. Und so kann man halt dann auch besser sich heranschleichen und so ein bisschen Spionagespiel spielen in einem Battle Royale spielen, ne? Zumindest an diesen Locations. Die gibt es auch nur an den Locations. Salty, Pleasant Park, Sweaty Sands, die sind immer noch gleich geblieben. Dort gibt es keine Agenten, dort gibt es keine Geheimverstecke oder sonst was. Informationsbeschaffung ist auch dieses eine Feature, wo man die Leute verhören kann, ne? Wenn man die Computergegner gescheuerte Gegner verhört, zeigt es kurz an, wo die ganzen Truhen sind, wo noch andere computergesteuerte Gegner sind. Und so kann man so ein bisschen die Map scannen in der Umgebung. Man kann aber tatsächlich auch gedownte Gegner anscheinend scannen. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft, weil gesteuerte Gegner sind, sag ich mal, verhört. Dann zeigen die tatsächlich die Teammitglieder an, wo die sich gerade verstecken. Für eine kurze Zeit, wirklich. Für eine kurze Zeit, ne, nachdem man die verhört hat. Also eigentlich eine ziemlich interessante Gameplay-Mechanik. Muss man gucken jetzt, ob das mit dem Gegner nicht ein bisschen zu OP wird, aber könnte eine ganz nice Sache sein. Und natürlich gibt es eine Menge neue Waffen, ne? Wie gesagt, schon Boombogen, Minigun und so weiter. Diese mythischen Waffen, die sind jetzt auch drin, aber es gibt auch noch Ködergranaten zum Beispiel, ne? Und man kann auch Medikits werfen, Minigun, beziehungsweise Minis und so weiter. Dieser Teil hier ist aber wahrscheinlich am interessantesten von vielen von euch und das ist, was wurde gewaltet tatsächlich, ne? Wir können Verbrauchsgegenstände jetzt werfen, habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Das Schildränge haben besonders stabile Glas bekommen und die schallgedämpfte Pistole, schallgedämpftes Maschinenpistole und das schallgedämpfte Snipergewehr wurden jetzt angepasst und sind auch im Spiel tatsächlich drinnen, ne? Dafür wurden folgende Sachen entfernt. Die Schadensfalle, ne, die Stacheltrap-Falle ist jetzt entfernt. Man kann jetzt nicht getrappt werden. Die normale Sniper ist jetzt entfernt und wurde durch das Schallgedämpfte ersetzt, passend zu dem ganzen Geheimagenten-Thema, ne? Und einige Häufigkeitsgrade des Raketenwerfers wurden entfernt. Ich denke mal grün und blau. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Schwer zu sagen. Und die Maschinenpistole wurde auch in einigen Seltenheitsstufen, sage ich mal, reduziert. Genau, das habe ich gerade noch nicht im Blick, aber das wurde da jetzt noch ein bisschen, sag ich mal, geändert. Es gibt eine Menge zu entdecken. Die neuen Orten sind riesig, ne? Die wirken auf der Minimap gar nicht so groß. Gerade die Yacht, ne? Wirkt so ein kleiner Streifen, aber die hat irgendwie 5 Etagen und das ist echt groß da. Grotto ist auch gewaltig. Das ist wirklich, wirklich riesig. Da gibt es sogar Seilrutschen, damit du schneller vorwärts kommen kannst. Also die neuen Orte sind da insane. Eine Menge Änderungen tatsächlich, ne? Wir haben über 5 neue Orte, die Namen haben. Eine Menge kleinere Orte wurden noch angepasst. Eine Menge kleine Hütten wurden angepasst und. Eine Menge neue Waffen, eine Menge neue Gameplay-Mechaniken, was diese ganze Spionage, Verhören, Toiletten, ne, Teleporter-Toiletten sind der Wahnsinn. Da kannst du dich verkleiden. Es gibt Boss-NPCs und mythische Waffen und. Also eine Menge ist drin. Bin mal gespannt, wie sich Season jetzt natürlich noch weiter verläuft. Ne? Wie kommen jetzt die Updates raus? Ich hoffe natürlich ein bisschen regelmäßiger. Nächstes Live-Event natürlich, dass es irgendwann mal stattfindet. Die Season geht jetzt erstmal 70 Tage. Wir vertrauen mal darauf, ne? Ich hoffe mal, das stimmt auch. Und bin mal dann gespannt, wie sich das entwickelt, weil Stand aktuell ist es natürlich alles spannend, ist nice gemacht. Aber wenn das nächste Update jetzt 5 Wochen braucht, bis es endlich rauskommt, dann bin ich wieder gelangweilt. Dann finde ich es wirklich langweilig. Dann werden das...
dann ist es einfach wirklich zu lahm. Schreibt mal runter in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Wie findet ihr die neue Season oder weiter? Was ist euer Ersteindruck, ne? Versucht es ein bisschen auf euch einwirken zu lassen, ne? Erwartet nicht ein neues Spiel, habe ich ja schon so oft gesagt, ne? Erwartet kein neues Spiel, das ist immer noch Battle Royale, das ist immer noch Fortnite. Wir haben neue Orte, wir haben einen neuen Battle Pass, wir haben ein komplett neues Menü, wir haben neue Gameplay-Mechaniken und ein Helikopter kommt auch noch bald rein. Von daher wird es auf jeden Fall eine schöne Zeit, die in den nächsten paar Wochen auf uns zukommt. Schreibt runter gerne in die Kommentare, Like-Button noch da lassen, Abo-Button, Glocke und würde mich mega freuen und gebt mir Flosse. Lopp!